Premiere im Rathaus. Erstmals hat ein Oberbürgermeister höchstpersönlich das neue Stadtprinzenpaar intronisiert. Pünktlich um 11.11 Uhr hat Frank Nopper Prinz Hannes den Ersten und Prinzessin Melanie die Erste ins Amt gesetzt. Ja, Melanie die Erste und Hannes der Erste haben sich beide im Stage-Theater in Möhringen kennengelernt. Dort arbeiten beide auch. Sie haben die dort getroffen und gefunden. Sie haben sich verliebt und verehelicht und haben jetzt drei Kinder, die auch ganz aktiv mithelfen. Und ich bin der Meinung, beide sind geradezu die geborenen Repräsentanten des Stuttgarter Karnevals. Traditionell präsentiert das Stadtprinzenpaar die Kampagne der Gesellschaft Möbelwagen, eine von vielen Karnevalsgesellschaften in Stuttgart. Die Landeshauptstadt zeichnet unter anderem aus, dass wir Karneval haben und Fasnet. Wir haben ja die Cannstatter Kübler auch. Wir haben eine große Fasnetstradition übrigens auch in Hofen, im katholischen Hofen. Und diese Vielfalt des Karnevals gilt es zu pflegen und zu betreuen. Und deswegen bin ich heute auch hierher gekommen. Doch wer ist der neue Stadtprinz eigentlich? Der ursprünglich in Südtirol geborene Hannes Staffler ist Musicaldarsteller und Sänger und wird in den kommenden Wochen zwischen seinen unterschiedlichen Rollen wechseln. Also bei mir, ich bin ja vom Beruf Sänger und Schauspieler. Bei mir ist im Prinzip das ganze Jahr Karneval und Fasching, weil ich verkleide mich ja ständig und schlüpfe in Rollen. Von daher ist auch Fasching passt bei mir einfach. Und bei Ihnen mit gefangen, mit gehangen? So in die Richtung, genau. Ich bin schon ein bisschen Faschingsfreund, aber nur laienhaft. Und jetzt starten wir dann richtig durch. Der Präsident der Gesellschaft Möbelwagen, Thomas Klingenberg, freut sich über die Zusage des 41-jährigen Musicalsängers, der unter anderem aus We Will Rock You bekannt ist. Die Freude ist riesig groß, dass wir es geschafft haben, ein solch tolles Prinzenpaar zu bekommen, auch wieder mit der gesamten Familie. Es ist einfach wunderschön und es zeigt einfach so die Verbundenheit, auch bei uns im Verein, über Generationen hinweg, also auch mit den Kindern, die jetzt da neu da sind. Also klasse, super. Bis Aschermittwoch regiert nun Prinz Hannes I. in Stuttgart. Bis dahin ist der Kalender gut gefüllt. Es ist sehr eng aneinander, durch das, dass die Kampagne 5 Wochen nur alt wird oder 6 Wochen alt. Am 22. ist ja schon alles Schluss. Also es sind viele Veranstaltungen an demselben Tag und wir müssen oftmals sehr viel reisen. Also am gleichen Tag zu mehreren Auftritten, aber das macht Spaß. Die Faschingssaison in Stuttgart nimmt mit dem heutigen Tag nicht nur im Rathaus an Fahrt auf. Schon am frühen Morgen um 6 Uhr traf sich die Narrenzunft Kübelesmarkt in Bad Cannstatt zum Frühstück, ehe der Brunnengeist geweckt und die traditionelle Taufe stattfinden konnte. Ich trinke aus dem Enkeltopf, damit ich werf ein rechter Narrenkopf. Alle Faschingsfreunde sollten sich unbedingt den 21. Februar im Kalender anstreichen. Dann findet nach 2-jähriger Pause wieder der große Umzug durch die Stuttgarter Innenstadt statt.